Willkommen zum Flow Summit. Mein Name ist Sabrina Fox. Mein Name. Interessant, wie wir uns identifizieren. Als was? Als Frau? 62? Als Autorin? Aufgewachsen in einer bestimmten Familie, die sehr anstrengend war? Eingebunden in einen Freundeskreis und in ein liebevolles Miteinander, Mutter zu einer Tochter und zwei geschenkten Kindern. Dazu gehöre ich irgendwie, gesellschaftlich, gemeinschaftlich. So sehen wir uns. Manchmal. Aber sind wir auch so? Wer bin ich also wirklich? Außer von dem, was man hier sieht. Bin ich nur Mensch? Und gerade in der heutigen Zeit reden wir viel in diesen Corona-Zeiten über, was macht Menschsein aus? Ein Miteinander, ein gemeinschaftliches Sein. Aber eben auch zurückgezogen sein in das eigene Sein. Ich war immer sehr fleißig in meinem Leben. Und dachte mir, je fleißiger ich bin, desto erfolgreicher bin ich, desto wohler fühle ich mich. Ich wurde aber auch umso abgelenkter. Ich würde heute gerne über so ein paar verschiedene Themen sprechen. Und das erste Thema ist die Entdeckung der Langsamkeit. Tja, langsam. Das war schon so eine Sache, die wurde uns als Kind schon ausgetrieben. Wir sollten schnell sein, aktiv sein, etwas erreichen, irgendwo rumzusitzen, rumzuliegen, wurde gleichgesetzt mit faul, wurde gleichgesetzt mit tu doch was, hast du nichts zu tun, gibt's nicht was zu tun. Also das wurde in meinem Leben und in meiner Kindheit war das sehr, sehr verankert. Das Einzige, was noch ab und zu ging, war Lesen, aber auch das nur, wenn es gerade nichts zum Abspülen oder Aufräumen oder Hausaufgaben machen gab. Ansonsten ging es darum, schnell zu sein. Dieses Schnelle habe ich mir angewöhnt. Und das hat sich in meinem Leben als sehr erfolgreich herausgestellt. Ich war sehr aktiv, sehr fleißig. Meine Tage waren ausgefüllt. Und ich hatte das Gefühl, als ob ich ein Gehirn habe, was konstant mehr Anweisungen gibt. Dinge, die zu tun sind, Dinge, die zu erledigen sind, Dinge, die ich zu machen habe. Und ich kam zu einem Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Ich hatte kein Burnout und ich war auch nicht krank, sondern ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Das mache ich jetzt schon lang genug. Ich kam mir so ein bisschen vor wie eine Bergsteigerin, die immer auf einen Berg steigt und glaubt, dass sie da oben was entdeckt. Da ist es aber nicht. Und dann stieg ich von Berg zu Berg zu Berg zu Berg, immer in der Hoffnung, dass das, was da oben ist auf diesem Berg, dass mich das erfüllt. Und das hat es auch zum Teil. Es hat Spaß gemacht, es war aufregend, ich habe was Neues gelernt. Ich habe was über mich erfahren und ich habe aber auch zementiert, wer ich bin, wer ich glaube, dass ich bin. Mit jedem neuen Projekt, mit jedem neuen Buch, mit jedem neuen Entscheidung habe ich meine Fleißigkeit bestätigt
habe mich selbst dafür gelobt und war doch am Ende unzufrieden. Ich war nicht unzufrieden über mein Leben, sondern es gab so ein unterschwelliges, irgendwas stimmt da noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weil mein Leben, wenn ich mir das anschaue, bin ich sehr zufrieden damit. Ich fühle mich wohl in dem, was ich mir erschaffen habe. Ich fühle mich wohl in meinem Leben. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und ich habe viele Dinge geheilt, was meine Vergangenheit betraf und was mein Gefühl für mich betraf. Und doch spürte ich, dass es da, fühlte ich mich auch so ein bisschen abgehetzt, so innerlich, obwohl ich brav 2-3 Mal am Tag meditiere, obwohl ich Yoga mache, obwohl ich mich immer wieder runterfahre, merkte ich trotzdem, ich muss mal was radikal anders machen. Und Anfang 2019 beschloss ich, mir Zeit zu nehmen. Und wirklich Zeit zu nehmen. Jetzt hat es natürlich einen Vorteil, ich bin älter, ich habe keine kleinen Kinder, ich bin freiberuflich, ich habe ein finanzielles Polster, also ich kann das auch alles. Das ist mir sehr wohl klar, dass ich da diese Chance habe. Und trotzdem ist es so, das haben wir ja gesehen durch Corona, dass viele von uns dazu hineingezwungen wurden, ob sie es sich leisten konnten oder nicht, weil die Gesellschaft und unser Wachstum das gerade erfordert hat. Also am Anfang 2019 fing ich an, Nein zu sagen zu allen Angeboten, allen Vorträgen, allen Workshops, die ich sonst mache, sondern ich habe mir einen freien Kalender erschaffen. Dann kam am letzten Herbst, also 2019, noch ein Buch von mir über Trennungen heraus und da habe ich dann nur sehr wenig dafür getan und bin dann in Stille gegangen. Was heißt das? Ich habe kaum mehr jemanden gesehen, außer meiner Mutter, die 93 ist und versorgt werden will und wir drei Schwestern das tun und meinem Liebsten, mit dem ich zusammenlebe. Aber selbst ihn habe ich sehr wenig gesehen, weil ich viel Zeit im Garten verbracht habe, viel Zeit alleine verbracht habe und viel, viel Zeit in der Stille verbracht habe. Was habe ich getan? Von außen gesehen, nichts. Von innen gesehen ist mein Verstand durchgedreht, weil er gedacht hat, das war's jetzt. Der kann sowas überhaupt ungern haben. Also wir haben ein sehr liebevolles Verhältnis miteinander. Er weiß, dass er nach meiner Seele kommt und nach dem Körper kommt, aber er mantelt sich halt zwischendrin immer mal wieder auf. Und das war für ihn sehr ungewöhnlich. So habe ich erstmal mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass wir etwas erforschen. Wenn ich ihm erzähle, dass wir etwas erforschen, ist er dann immer eigentlich ganz, ganz bereit dazu, weil erforschen für uns bisher, und ich spreche, wenn ich von mir spreche, eigentlich immer von uns bisher immer von Vorteil war. Und ich saß im Garten. Ich beobachtete, ich schaute, ich spürte mich ein und versuchte, so wenig wie möglich zu denken und so viel wie möglich in meinem Seinszustand zu sein. Jetzt haben wir ja 2 Seinszustände. Der eine Seinszustand ist ich im Körper und der andere Seinszustand ist ich außerhalb des Körpers. Wir als Seele sind ja erstmal ich, das sich etwas erschaffen hat, nämlich diesen Körper, ihn dann irgendwann einmal bewohnt hat, übernommen hat, also entweder noch im Bauch der Mutter oder erst später, manche übernehmen den Körper wirklich erst einiges später. Und dann fangen wir an, uns mehr und mehr zu verlieren als Seele. Viele Kinder wissen noch um frühere Leben, wenn sie 2 oder 3 sind, und dann verlässt sie die Erinnerung auch so ein bisschen.
Und dann beginnen wir uns einzuspüren in das, wo wir uns aufhalten, in diesem Planeten, in diese Familie, in diese Gemeinschaft und lernen daraus, was von uns erwartet wird und machen in der Regel auch oder viele von uns das, was von uns erwartet wird. Das ist aber nicht zwangsläufig das, was wir wollen. Und wir sehen das ja bei kleinen Kindern, die versuchen, ihren Willen durchzusetzen, zum ersten Mal auszuprobieren, dass vieles, was da passiert, ist, diesen Willen zu unterdrücken. Also nicht einmal wahrzunehmen, als was es ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung von uns, denn wir haben dann fast ein bisschen verloren, was uns ausmacht. Und in meinem Fall war es so, dass ich ein sehr schüchternes Kind bin, aber gemerkt habe, dass man mit Schüchternheit nicht weit kommt, indem ich meine Umgebung betrachtet habe und dann mir das Schüchterne abtrainiert habe. Wie ich mir vieles angewohnt und abtrainiert habe als Möglichkeit der Gestaltung. Denn wir alle haben die Möglichkeit der Gestaltung. Das hat nichts nur damit zu tun, was wir anziehen und wie wir unsere Haare haben oder ob wir uns rumschnipseln lassen, sondern unsere Gestaltung hat damit auch was zu tun, was wir nach außen hin präsentieren wollen, wie wir gesehen werden wollen. Und was da passiert ist, wenn wir das mal genauer betrachten, beginnen wir bereit zu sein für eine Auflösung. Die Auflösung. Das heißt, ich, Sabrina, die ich mich kenne und ein paar Leute auch, bin bereit, mich, Sabrina, loszulassen. Das hat immer auch mit einem Loslassen des Egos zu tun. Also Ego ist Persönlichkeit. Das ist der Wunsch, dazuzugehören. Das ist der Wunsch, angesehen zu sein. Das ist der Wunsch, beschützt zu sein. Wir haben ja verschiedene Arten von Gehirnen, also das Reptiliengehirn, das Säugetiergehirn, das menschliche Gehirn und das transzendente Gehirn, was jetzt gerade entwickelt wird. Also wir haben uns ja entwickelt in unserer Menschwerdung. Und da gibt es bestimmte Dinge, die eben im Reptiliengehirn auch verankert sind. Und auch natürlich im Säugetiergehirn. Damals, wenn wir alleine waren, haben wir das nicht überlebt. Besonders das Säugetiergehirn brauchte eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Familie. Und deshalb, wenn wir uns in uns selbst hineinsinken und bereit sind, unser Image von uns selber aufzugeben, geht es immer einher mit einer Ego-Reduzierung. Und die ist wirklich nicht so einfach, besonders wenn wir investiert sind in wer wir sind, wenn wir geliebt werden, wenn wir geschätzt werden, wenn wir in dem, was wir machen, erfolgreich sind, wenn wir das Gefühl haben, wir wissen was. Und ich merke immer sofort, wenn mein Ego hochkommt, das ist herrlich zu beobachten. Angenommen, ich war bei, als wir noch uns treffen durften und uns mehrere Leute sich treffen durften vor dem Corona-Ausbruch, war ich bei einem Abendessen und da war ein Mann, der gerade ein Buch geschrieben hat und mir erklärt, wie das Verlagswesen funktioniert. Und er war zugegebenermaßen stolz auf sein Werk, aber so, auch so ein bisschen so von so, wie nennt man das, glaube ich, Man-Explaining oder so, also Männer erklären die Welt. Und ich hörte dem zu und mein Ego brüllte laut vor sich hin, ich soll euch jetzt endlich auch mal sagen, dass ich schon 15 oder 16 Bücher geschrieben habe. Das ist, wenn sich das Ego meldet. Das will jetzt, dass ich einen Status mitbringe, dass ich meinem Gegenüber sage, hey, ich bin auch wer. Und ich fand es ganz interessant, ihm zuzuhören. Gleichzeitig habe ich meinem Ego zugehört und habe gesehen, wie er sich erfreut an seinem Werk
und habe ein paar Fragen gestellt, also nicht Fragen, die ich nicht selber wusste, sondern wirklich Fragen, wie er denn den Prozess gesehen hat, wie es denn mit seinem Cover war, sondern wirklich Fragen, auch die mich interessiert haben. Und dann habe ich das Gespräch beendet, weil dann hat sich's wiederholt und ich habe mich rausgezogen, ohne zu erwähnen, was ich mache. Dann kommt das Ego nochmal. Also das habe ich ja jetzt nicht gemacht. Und dann hofft das Ego, das ist ganz interessant zu sehen, dass irgendjemand der anderen Gäste vielleicht diesem Gast sagt, ah, du hast mit Sabrina gesprochen, sie hat ja schon ein paar Bücher veröffentlicht, vielleicht habt ihr darüber gesprochen. Und dann wäre er vielleicht sogar zu mir gekommen und hat gesagt, oh mein Gott, wie beeindruckend, sie haben ja schon geschrieben. Also das möchte das Ego dann auch. Also daran erkennt man, jedes Mal, wenn ich habe dazu auch was zu sagen. Ich möchte aber auch mitspielen. Ich möchte auch beeindrucken. Merke ich, ah, da bist du. Also sind wir bereit, nicht mehr zu beeindrucken. Und nicht mehr uns so mitzuteilen, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Und ich verbrachte dann sehr viel Zeit auf meiner, ich habe so eine Sitzmatte, also so ein Sitzhängeding unter meinem Baum. Und da saß ich und überlegte mir, ob ich nicht mit all meiner öffentlichen Arbeit komplett aufhöre, mich einfach zurückziehe. Ich bin fertig, ziehe mich aus allen öffentlichen Sachen zurück und das war's für dieses Leben. Und führe ein Leben in meinem Garten. Schreibe vielleicht noch ab und zu mal was, aber das war's. Und es ist ein interessanter Prozess, weil in diesem Prozess erforschen wir, was ist Ego-Wunsch und was ist Seelenwunsch. Ego-Wünsche und Seelenwünsche sind manchmal nicht sehr einfach zu unterscheiden. Wenn wir einen Ego-Wunsch haben, dann ist es häufig so, dass wir etwas heilen wollen. Also wir fühlen uns einsam und wollen berühmt werden. Wir fühlen uns nicht gesehen und wollen viel Geld haben. Oder fühlen uns nicht sicher und wollen viel Geld haben. Also da liegt darunter eine Sehnsucht, eine noch unerfüllte Sehnsucht. Und die Frage ist, holen wir die uns von außen oder holen wir die uns von innen? Wenn ich mir etwas wünsche und das passiert und passiert und passiert nicht, dann ist es in der Regel ein Ego-Wunsch, weil die Seelenwünsche erfüllen sich, weil es sind keine... Das Wort Wunsch hat so eine gewisse Naivität dabei, wobei Naivität nichts Schlechtes ist, sondern es geht eher darum zu erkennen, was möchte ich erleben, was möchte ich erforschen, was interessiert mich. Und ich glaube, in unserer Zukunft wird jeder von uns genau das tun, was ihm Freude macht und dafür akzeptiert sein, für was er tut, was ihm Freude macht oder ihr Freude macht. Also ob es jetzt Schreiben ist oder Lesen ist oder ob es Bienenzucht ist oder ob es Nuklearmedizin ist oder was immer es ist. Wir haben die Chance und die Möglichkeit, uns wirklich komplett damit auszudrücken und sind damit auch versorgt in unserem Also wir haben ein Zuhause, wir haben finanzielle Möglichkeiten, was immer da in Zukunft so sein wird. Ich glaube, dass es Regierungen geben wird, die eher wie eine Hotelleitung funktionieren. Die sorgen dafür, dass die Gäste im Hotel das haben, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Und das ist meine Vision für diese Welt, dass das passiert. Also Regierungen sagen mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe, sondern Regierungen sorgen dafür, dass das, was ich mir wünsche an kreativem Output, dass mir das auch möglich ist, weil wir eben auch alle
in unserer Spiritualität wach genug sind, damit ordentlich umzugehen und nicht wütend, drohend durch die Welt laufen. Also wir haben dann schon eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht, in der wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wenn ich also sehe, ich habe einen Wunsch, der noch nicht erfüllt ist, dann ist die genaue Frage, was passiert da? Also ich lege mich nie mit der Realität an. Es ist, was ist. Wenn ich weiß, also wenn ich mir etwas vorstelle oder ausmale als Möglichkeit für das, was ich tun möchte, dann lege ich das wie auf eine Schale. Und sage, das könnte ich mir vorstellen oder besser. Und dazu bin ich bereit zu warten und meinen Teil zu tun, natürlich auch, ob das kommt. Also angenommen, ich möchte in ein anderes Land umziehen. Ist jetzt nicht mein Ziel, aber ein schönes Beispiel. Da kann ich mich jetzt hinsetzen und kann diesen Wunsch, ich möchte in ein anderes Land ziehen, in diese Schale legen und da bleibt es dann. Oder ich kann mich umschauen. Also ich kann mich umschauen nach Möglichkeiten, in welches Land ich ziehen will. Ich kann die Sprache lernen. Ich kann anfangen, mich umzuschauen, was ich beruflich für Möglichkeiten dort habe oder ob ich vielleicht Freunde dort habe. Also ich informiere mich. Ich nehme die Energie dieses Wunsches und lege sie und lasse sie wachsen. Und dann sehe ich, ob es passiert oder nicht. In der Regel ist es so, wenn es sich um einen Seelenwunsch handelt, dass sich Dinge entwickeln, die sich mir zeigen, die kann ich dann annehmen. Jemand sagt, du pass auf, schau doch mal hier bei uns in der Gegend, da ist gerade ein altes Bauernhaus zu mieten. Oder hey, hier ist jemand, der sucht jemand, der House-Sitting macht, magst du da nicht mal für eine Weile sein und schauen, ob es dir überhaupt gefällt. Oder du siehst plötzlich, hörst Radio oder Fernseh oder Internetkisten, wo immer wieder dasselbe Land hochkommt. Also das sind alles Zeichen, die wir wahrnehmen können und sagen können, interessant. Meine Schale war zu diesem Zeitpunkt aber Stille, Alleinsein, Ego runterfahren. Und das habe ich dann gemacht. Das hat eine Weile gedauert, bis ich merkte, dass ich sehr harmonisch konstant in mir schwingen kann, mich wohlfühle auch im Nur-Sein. Natürlich habe ich aufgeräumt, natürlich habe ich abgespült, natürlich habe ich so gekocht und natürlich habe ich auch mal Betten gemacht. Aber die meiste Zeit habe ich beim Gehen verbracht, also beim Spazierengehen oder beim Meditieren. Und nach diversen Ups and Downs und Hin und Hers und ist es oder ist es nicht, stellte sich eine enorme Ruhe ein. Und die ist geblieben. Und dann stand ich da und habe mir gelegt, so, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Vormittag? Ziehe ich mich zurück? Und das habe ich auch. Ich habe sehr, sehr wenig gemacht. Im öffentlichen Leben, also sei es in Social Media oder ich habe weiterhin mein Newsletter geschrieben, einmal im Monat, aber das war es dann eigentlich. Und dann habe ich gewartet, was sich zeigt. Und ich war bereit, nichts zu sein. Also mich völlig zurückzuziehen. So ein völliger Rückzug stellt sich die Frage, ist das jetzt das Ende meines Lebens? Was macht es jetzt? Und dann spürte ich, dass es A, noch nicht das Ende meines Lebens ist und B, ein Rückzug so komplett, wie ich damit geflirtet habe.
und mich hingezogen fühlte, trotzdem noch nicht so weit ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so weit sein wird, aber jetzt im Moment ist es nicht so weit. Deshalb bin ich jetzt auch zum Beispiel hier. Was ich damit sagen will, ist, dass es dieses Vertrauen gibt in den eigenen Weg. Warum sind wir hier? Wir wollen Weisheit sammeln, Erfahrung sammeln. Wir wollen das Göttliche in Menschenform erleben. Und jede und jeder von uns möchte weise werden, auf seine Art und Weise. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir von unserem dritten Chakra, also hier unsere Narbe gehen, zu unserem Herzchakra, dass die beiden Chakren kämpfen öfters miteinander. Die sind nicht verbunden miteinander. Also dieses stabile Sein, dieses Wissen um die eigene Kraft, die im dritten Chakra ist, und das offene Herz, das hier oben ist, sind manchmal nicht miteinander verbunden. Diese Verbindung dieser zwei Chakren, deine Kraft und dein Herz, lass uns das mal verbinden. Leg deine rechte Hand auf dein Nabel. Schließ die Augen. Das ist die Hälfte von deinem Körper, mehr oder weniger. Die Kraft, die von unten von der Erde kommt. Und das, was von oben kommt. Die leichtere Schwingung und zieh das zusammen. Versuche unter deiner Hand zu begreifen, dass dort dein Zentrum ist, dein Kraftzentrum. Es gibt noch das Herzzentrum, aber zuerst schauen wir uns dein Kraftzentrum an. Erspür dich dort hinein. Erlaube dir tiefe Atemzüge. Geh in deinen Körper hinein, unter die Hand. Und betrachte diesen Aspekt von dir, dieses Chakra, mit Wärme. Vielleicht erspürst du unter deiner Hand ein Pulsieren. Genieße es. Und dann nehme die linke Hand und lege sie über dein Herz. Und dein Fokus geht jetzt in deine Herzgegend. Auch hier erlaube dir lange
und tiefe Atemzüge. Vielleicht spürst du deinen Herzschlag. Vielleicht spürst du Wärme. Und dann erlaube dir vorzustellen, dass die beiden eine Verbindung miteinander aufnehmen. Die beiden Chakren unter deinen Händen. Und wie immer sich die Verbindung zeigt, akzeptiere sie, wie sie sich in dir zeigt. Beobachte sie nur, aufmerksam, herzlich, liebevoll. Du kannst hier gerne auf Stopp drücken und das so lange halten, wie du das möchtest. Das würde ich dir sehr empfehlen. Das ist eine Übung, die du auch gerne machen kannst, wenn du abends im Bett liegst. Manchmal reicht es oder manchmal, wenn du dich besonders angestrengt fühlst, halte dabei die Hände hier. Erspüre, was für dich wichtig ist. Du merkst selber, was mein Körper braucht. Du merkst selber, wohin eine andere Hand gehen möchte. Du merkst selber, was gerade für dich nützlich ist. Vertrau darauf. Vertrau darauf. Wie kommen wir vom Glauben ins Wissen? Wir können so viel lesen und so viel zuhören und so viel erklärt kriegen, wie wir wollen. Wenn wir es nicht selber ausprobiert haben, wenn wir es nicht selber erspüren, wenn wir es nicht selber verinnerlicht haben, ist es Unterhaltung. Ich habe früher geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe früher geglaubt, dass wir Seele sind, die hier eine menschliche Erfahrung macht. Ich habe früher geglaubt, dass alle Menschen etwas tun und wie sie es tun, aus ihrer eigenen Erfahrung machen und mehr halt dann ab und zu nicht geht. Ich habe früher geglaubt, dass wir energetische Wesen sind, die etwas ausstrahlen. Ich habe früher geglaubt, dass mein Körper mit mir was zu tun hat und nicht mein Feind ist. All diese Dinge habe ich früher geglaubt. Die weiß ich jetzt. Und die weiß ich deswegen, weil ich sie erforscht habe und sie ausprobiert habe und geschaut habe, ob
das sich für mich als wahr herausstellt. Ich habe festgestellt, dass meine Gedanken mein Wohlgefühl beeinflussen, enorm beeinflussen. Ich habe eine Viertelsekunde Zeit, bevor aus einem Gedanken ein Gefühl wird. Ich weiß, dass wir uns die meisten Gefühle einreden, weil ich das selber beobachtet habe. Und als ich damit aufgehört habe, merkte ich, wie viel angenehmer mein Leben wurde. Das Wissen ist das, was wir wollen. Weisheit erfahren. Die eigene Weisheit. Deshalb ist das Nachlaufen von Leuten, die sagen, sie wissen, wie es geht, unpraktisch. Jeder von uns kann inspiriert werden natürlich und jede und jeder von uns wird inspiriert durch andere. Das ist das schöne Gemeinschaftliche daran. Und trotz allem muss jede ihre Hausaufgaben selber machen. Ich weiß nicht, ich habe früher Workshops gegeben in Bildhauerei, Gesichter. Und das war immer so 5-Tage-Workshops. Und da kam regelmäßig jemand, die sehr gut war in dem, was sie tat, aber mit den Haaren eine Katastrophe. Die nahm eine Gabel und hat dann in den Ton irgendwie die Haare reingemacht. Dann habe ich ihr jedes Mal erklärt, wie Haare gehen. Und immer wieder erklärt. Und dann war sie ein Jahr später im 2. Kurs dabei, ein Jahr später im 3. Kurs dabei. Und es ging immer wieder um die Haare. Und beim 3. Kurs kam sie wieder und sagte, kannst du mir bitte nochmal die Haare erklären? Und sagte ich, nein. Und dann schaute sie mich völlig überrascht an, weil schließlich hat sie ja bezahlt. Ich bin der Instructor, also ich müsste ja erklären, wie die Haare gehen. Sag ich, nee. Ich habe es dir 2-mal erklärt. Du versuchst es nicht mal. Ich mache dir ein bisschen was vor und dann, nee, ich erkläre es dir nicht mehr. Und es war sehr interessant zu beobachten, wie diese Person darauf reagierte. Sie war überrascht und damit nicht gerechnet. Sie ist offensichtlich damit immer durchgekommen in ihrem Leben, dass dann halt jemand was für sie tut, weil sie es halt nicht selber tun mag, nicht glaubt, nicht zu können. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat die Gabel genommen und hat die Haare wieder mit der Gabel gemacht. Und da wusste ich, es ist völlig irrelevant, wie oft ich ihr das erkläre. Es ist nur meine Langeweile, meine Wiederholung. Sie will es nicht. Und vielleicht irgendwann einmal, wenn sie mag, nimmt sie den Ton und erinnert sich oder schaut sich ein paar YouTube-Videos von anderen Künstlern an und denkt sich, wie war das nochmal mit den Haaren? Jetzt möchte ich doch, dass zu dem Rest von dem Gesicht, das ich so gut gestalten kann, auch die Haare passen. Und dann mag sie sich da hinsetzen. Oder ja. Und das Ausprobieren. Das Ausprobieren ist, deswegen sind wir hier. Deshalb haben wir diesen großartigen Körper. Wir probieren aus, wir gestalten, wir sind Bildhauerinnen und Bildhauer. Wir erschaffen uns das. Und wenn wir uns umschauen in unserem Leben, können wir sehen, was wir uns bisher erschaffen haben. Sind wir damit zufrieden? Gefällt es uns? Warum erschaffe ich mir das und das immer und immer wieder? Was will ich davon als Weisheit erfahren? Und irgendwann einmal sitzen wir in unserem Leben. Sitzen wir in unserem Körper und sind zufrieden mit dem, was wir uns erschaffen haben. Das ist eine große Freude. Und dann beginnen wir, den Schritt weiterzugehen. Durch unser Herz, durch unser Halschakra. Das ist der Ausdruck ist, sich auszudrücken. Das hier ist Gott in allem sehen. Und dann beginnen wir uns zu verbinden mit wir sind Gott. Wir sind ein Aspekt von Gott. Wir alle sind ein Aspekt von Gott. Und so wird unser Leben, solange wir hier sind, sehr spannend sein. Denn jetzt geht es auch darum, gemeinschaftlich einiges miteinander anders und neu zu gestalten. Und dazu brauchen wir ein stabiles
energetisches Feld. Wir sind mehr als unser Körper. Wir strahlen aus. Und wir kennen das alle. Wir sind mit jemandem zusammen, den wir als angenehm empfinden und dann fühlen wir uns wohl. Es gibt Menschen, die sind angestrengt und wir fangen zu hyperventilieren an, wenn wir in deren Gegenwart sind, weil wir einfach spüren, boah, das ist anstrengend. Wir wohnen vielleicht irgendwo, wo wir uns nicht wohlfühlen und wo wir uns das Gefühl haben, hier kann ich nicht länger bleiben und müssen uns abgrenzen und zumachen, damit wir uns schützen. All das ist ein Bereich unseres energetischen Feldes. Durch unsere Schwingung haben wir entweder ein dichtes Feld oder ein leichteres Feld. Das erspüren wir selber. Natürlich erspüren wir das dichte Feld nicht so sehr, weil wir selber ja dann noch in einer dichteren Situation sind. Aber in dem Moment, wo wir uns ein bisschen rausentwickeln, merken wir, das kann aber besser werden. Und dieses energetische Feld gilt es stabil. Das ist unsere Verantwortung, wie dieses energetische Feld aussieht, das ich ausdrücke. Das ist so ein bisschen wie, wenn man einen fahren lässt. Ich meine, da stickt dann gleich die ganze Umgebung. Also schon ein bisschen darauf achten, was gebe ich hier von mir? Verpeste ich damit die Luft um mich herum? Bin ich angestrengt, mühsam, grantig, schlecht gelaunt, wütend, ärgerlich? Und warum bin ich das? Erforsche ich das? Heile ich das? Und beginne dann, mich nicht mehr mit der Realität anzulegen, mehr in die Ruhe zu gehen, mehr in die Stille zu gehen und damit mein energetisches Feld zu halten. Und gerade jetzt, Anfang 2021, wo es sehr viel Unruhe auch gibt, ist unsere Ruhe gefragt. Es geht nicht darum, dass alle Leute hören, was wir zu sagen haben oder jeder macht, was wir vorschlagen. Das geht um eine Schwingung, die wir ausbreiten. Und je stabiler deine Schwingung ist, egal ob du zum Supermarkt zum Einkaufen gehst oder ob du spazieren gehst, wir sind Teil dieser Schwingung auf diesem Planeten. Und je mehr von uns diese Schwingung halten können, von Herzen offen sein können, und trotzdem die eigene Stärke und Stabilität spüren, desto mehr verbreitet sich dieser sehr angenehme Geruch. Und das ist das, was wir uns wünschen für diesen Planeten, für unsere Mitmenschen, unsere Mitgeschöpfe, unsere Erde und uns selbst. Möge es uns gelingen. Namaste.